wie Pflanzen zu Fleischfressern wurden. Mein Name ist Daniel und ihr hört Wissensbisse. Drosera ist mir wichtiger als der Ursprung aller Arten auf der Welt. Dieser Satz stammt von Charles Darwin. Es ist also nicht untertrieben, wenn ich sage, dass er geradezu besessen war von seinen fleischfressenden Pflanzen. Und wer hat nicht schon mal diese so anderen Wesen bestaunt, die kannförmigen Fallen der Nepenthes, die klebrigen Tröpfchen des Sonnentaus, auch Drosera genannt, die so einzigartige Venusfliegenfalle und natürlich viele mehr. Tatsächlich gibt es über 600 Arten an fleischfressenden Pflanzen, die kleine Insekten wie Fliegen, winzige Mikroben und Krustentiere, aber auch sogar Frösche und Nagetiere wie Mäuse oder Ratten verspeisen. Diese vielen verschiedenen Arten stammen aber nicht alle von einer historischen Urpflanze ab, die auf den Geschmack von Proteinen gekommen ist, sondern Wissenschaftler gehen davon aus, dass das Fleischfressen bei Pflanzen sich mindestens 9-mal unabhängig voneinander entwickelt haben muss. Das bedeutet, dass Futtern von Insekten einen echten evolutionären Vorteil darstellen muss. Die älteste bekannte Art ist über 85 Millionen Jahre alt und sie alle verbindet, dass sie in Regionen leben, in denen nur sehr wenig Mineralstoffe wie Stickstoff, Kalium und Phosphor vorhanden sind und saure Böden haben. Das sind zum Beispiel Moore oder blanke Felsen. Zudem muss es sehr sonnig sein. Denn letztendlich können Fallenblätter bei weitem nicht so viel Photosynthese betreiben wie normale Blätter. Es muss sich also für die Pflanze lohnen, ihre Fallen aufzustellen, anstatt in die Energiegewinnung durch die Sonne zu investieren. Wenn die Rahmenbedingungen aber stimmen, haben fleischfressende Pflanzen einen erheblichen evolutionären Vorteil, da sie die fehlenden Mineralstoffe aus ihrer Beute entnehmen können. Wenn es aber genügend Mineralstoffe gibt oder nicht genügend Sonne scheint, können manche Arten sogar wieder zu Vegetariern werden. Und? Nun ja, da hast du's. So wie eigentlich immer hat sich eine evolutionäre Strategie aus starkem Anpassungszwang entwickelt. Falls dir diese Episode soweit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du sie unter deinen Favoriten speicherst, damit ich weiß, dass sie dir gefällt und mehr Wissensbisse für dich zusammenstellen kann. Da das jetzt geklärt ist, kann ich dir noch ein paar coole Fakten für deinen Tag mitgeben. Die gelbe Schlauchpflanze bietet ihrer Beute einen leckeren Nektar, der aber den Stoff Conein enthält, welcher die Insekten betäubt. Sie trinken also den leckeren Nektar, werden benebelt und fallen torkelnd in den Schlauch oder Krug, indem sie dann im Verdauungssaft der Pflanze ertrinken. Oh, ziemlich eklig, diese Vorstellung, oder? Es ist übrigens auch eine Kannenpflanze, und zwar eine ganz besonders große Art, die auch Mäuse oder Ratten verspeisen kann. Sie wird bis zu 1,5 Meter groß und die Wandstärke der Kannen kann knapp 1 Zentimeter betragen. Sie ist zu Ehren von Sir David Attenborough nach ihm benannt. Der Wasserschlauch hingegen ist die schnellste aller fleischfressenden Pflanzen. Er hat kleine Kämmerchen mit einem starken Unterdruck an einem dichten Wurzelgeflecht im Wasser. Wenn jetzt ein kleines Beutetierchen eines der feinen Auslösehärchen an einem Bläschen auslöst, öffnet sich die Falle und saugt die Beute in wenigen Millisekunden ein. Dann wird sie bei lebendigem Leibe verdaut. Aber nicht alle fleischfressenden Pflanzen sind so direkt. Tatsächlich streitet sich die Wissenschaft über dieses Exemplar. Die Wanzen- oder auch Taupflanze. Sie sieht dem Sonnentau nämlich recht ähnlich, indem sie lange Blätter mit klebrigen Tröpfchen an ihnen hat. Aber im Gegensatz zum Sonnentau wird die Taupflanze bis zu 2 Meter hoch und ihre Blätter können die gefangenen Insekten nicht selbst verdauen. Dafür aber ihre Kumpel, die Wanzen, die ausschließlich auf ihnen leben. Diese bleiben nämlich nicht am Tau kleben und futtern fröhlich die gefangenen Insekten. Die Pflanze wiederum profitiert, indem sie die Mineralstoffe
durch ihre Blätter aus den Ausscheidungen der Wanze bezieht. Win-win also. Zuletzt möchte ich noch kurz über die allseits berühmte Venusfliegenfalle sprechen. Denn sie ist in ihrer Funktionsweise dem menschlichen Gehirn ganz schön ähnlich. Kein Wunder also, dass auch dieser Fleischfresser die Faszination von Charles Darwin auf sich zog. Im Jahr 1875 schrieb er, dass die Venusfliegenfalle eine der wunderbarsten Pflanzen der Welt sei. Und hier ist warum. Die Information über Beutetiere auf den Blättern wird über ein sogenanntes Aktionspotenzial übermittelt. Das funktioniert ganz ähnlich wie bei den menschlichen Gehirnzellen. Erhält die Zelle einen starken chemischen Reiz, beziehungsweise wird sie erregt, breitet sich über die Zellmembran ein elektrisches Signal aus, bis es das Ende erreicht und wieder ein chemisches Signal auslöst, welches dann die nächste Nervenzelle triggert. Und so können Informationen versendet werden. Dein Hirn sendet also elektrochemische Signale, die dann dafür sorgen, dass sich deine Hände und Finger zum Beispiel bewegen. Und jetzt geht's zur Fliegenfalle, denn diese hat feine Auslösehärchen auf der Innenseite der Falle. Und wenn ein Insekt mehr als ein Härchen oder das gleiche mindestens zweimal innerhalb von 20 Sekunden auslöst, schließt sich die Falle. Die Pflanze macht das, um nicht wertvolle Energie für falsche Alarme zu verschwenden. Diese Härchen haben sensorische Zellen an ihren Füßen, die bei Berührung ein chemisches Signal abgeben, welches dann elektrochemisch eine motorische Funktion auslöst, nämlich das Schließen des Blattes. Ganz wie ein Nervenimpuls bei dir. Du siehst also, dass die Venusfliegenfalle dir viel ähnlicher ist, als es dir vielleicht recht ist. Denn auch wenn diese Wesen kein Gehirn haben, so können sie doch via Aktionspotenziale Informationen verarbeiten. Ziemlich cool, oder? Ich hoffe, dir hat diese erste Episode von Wissensbisse gefallen. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren, liken, Herzchen drücken, was auch immer. Es hat mich jedenfalls gefreut. Mein Name ist Daniel und ich wünsche dir alles Gute. Bleib aufrecht und bis zum nächsten Mal bei Wissensbisse.